So, Leute, das fröhliche Zähmen geht weiter. Ich auf meinem grinsenden Plesio und der Grave auf seinem beißenden, was ist das? Wie heißt das Ding nochmal? Moser. Mosasaurus. Miau. Mosasaurus. Miau. Kannst du das eigentlich auch? Oh ja, Miau. miau. Yeah, das sitzt hier zu Groove an. Wir werden heute zusammen für euch einen, sag du das Grave, ich kann das nicht aussprechen. Dunkleos Toys. Sag ich doch, Dunkleos Toys machen. Und es ist zwar ein bisschen neblig draußen, das heißt dann so gesehen, dass wir auch, glaube ich, neblig unter Wasser haben, oder? Ich glaube ja, ich glaube, den Bug haben sie immer noch nicht gefixt. Ja, aber es ist egal. Wir werden uns jetzt mal direkt mal hier irgendwo hier ein angeln, oder? Ja. Du hast eben Einen schon mal einen Moment. gesichtet gehabt. Ja, ein Level 8er. Level Kann ich 8. weitrufen. Hast du mich noch im Blickfeld? Nee, Geradeaus nee. runterschwimmen? Dann, Einen Moment, einen Moment. ich glaube, du stehst immer noch da oben, ne? Ja, ich. Ja. So, jetzt. Wichtige Dinge noch, Dinge zu erledigen gehabt. Wichtige Dinge. So, das sieht echt voll abgefahren aus, wenn du da schwimmst. Blödelödel. Okay. Okay. Oh, dieser Drecksnebel. Das nervt aber echt. Das mit Taucherbrille. Ne, mit Taucherbrille ist schlimmer als ohne gerade. Wir könnten ja die Aufnahme, also übrigens bin ich immer noch ein bisschen erkältet, genau wie bei dem Reno-Dingsbums-Zähmung, aber wir machen Da das ist für er, euch. da ist er, Da da ist ist übrigens einer für euch. Wir schwimmen mal ganz nah ran, damit Ich meine, das ihr. ist der Achter, ja, das ist er. Ist er das? Boah, man sieht ja gar nichts gerade, ne? Wir könnten ja eigentlich die Aufnahme nochmal neu starten Da kommt er schon. und bei Tag, bei guten Lichtverhältnissen machen, weißt du das? Das ist ja. Aua, der beißt mich. Ich sehe überhaupt nichts, ganz ehrlich gesagt. Das ist total grau. Nee, ganz gut. Er will, glaube ich, nur zu mir. Das ist unser Pleos Toys oder so. Dunkleos. Dunkleos Toys, genau. Und den werden wir. Du könntest eigentlich schon mal schießen, wenn du möchtest. Muss ich absteigen? Müsstest du absteigen. Ach Er will nämlich, nö. glaube ich, nur zu mir. Ja, da muss ich aber den Moser mal schnell noch auf passiv Ja, setzen. Jetzt dreht er jetzt durch. greift er mich nicht mehr an. Jetzt hat er gerade irgendwie keine Lust mehr. Dann schieße ich mal mit. Oh, jetzt kommt er. Ich muss kurz weg. Moser! Mach keinen Scheiß, nehme ich mit. Weiß nämlich nicht, wie stark das Vieh ist. Keine Ahnung. Habe auch mal ein paar Mal geschossen. Ich weiß aber nicht, ob ich getroffen habe. Hast du ihn auf passiv gesetzt? Ja, klar. Ups, das war ein bisschen zu früh geschossen. Treffe ich dich auch oder treffe ich nur den? Ich habe keine Schieß. Ahnung. Jetzt kommt er auf mich zu. Ich schieße übrigens. Sag mal, interessiert er sich überhaupt für mich? Dann treffe ich, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube, wenn ich den. Oh, ich kann mal übrigens mal meine. Die Flossen. Anziehen, damit ich ein bisschen schneller schwimme. Na? Na? Ach da. Hey, der schwimmt voll weg. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich den schon so getroffen, dass der irgendwie Schiss hat zu. Jetzt! Der greift immer ein Plesio an. Bleib du. Boah, der frisst mein Plesio. Ich glaube, ich muss mal mein Plesio gucken, wie es dem geht. Dem geht's gut. Komm mal so lassen. Den nehme ich mal als Tank. Oh, ich habe mein Plesio getroffen. Du Held. Oh mein, der zappelt aber auch die ganze Zeit nur hin und her, ne? Ich weiß nicht, ob ich den treffe, ganz ehrlich gesagt. Irgendwie schießt die ganze nur an ihm vorbei. Jetzt habe ich ihn getroffen, glaube ich. Na, wo will er hin? Weiß ich nicht. Sag mal, ich habe schon so viel in den reingeschossen.
Ja, auch, ey. Guck mal, der ist voll gespickt mit Pfeilen. Ich bin mal ganz nah rangeschwommen. Oh, oh. Au. Und du musst au. Einfach im Kreis schwimmen. Der hat einen riesen Wendekreis, das Vieh. Kommt dann auf mich noch zu? Ja. Sag mal, was ist denn mit dem los? Oh, ich hab dich getroffen. Ja, ich hab's bemerkt. Au. Was schwimmst du mir aber auch vor meiner Nase? Oh, oh. Ich hab gleich keine Pfeile mehr. Ich hab grad kein Leben mehr. Der ist aber hartnäckig, ne? Ich meine, der ist ja auch gepanzert. Ja, der ist gepanzert, genau. Das wollte ich auch gerade noch sagen, dass der ziemlich hartnäckig ist. Boah, weg. Oh, ich bin abgestiegen. Ich wollte nicht absteigen. Bitte, steig doch auf. Ich mach hier mal. Meine Fresse, ich hab bis nur noch 3 Pfeile. Ehrlich? Oh, ey. Aber ich kann mir noch schnell welche machen. Ich muss nochmal ein Stückchen weg gleich. Ja, das war's. Sag mal, jetzt geh endlich mal. Das kommt mir vor wie der Moby Dick, der weiße Wal mit seinen ganzen Lanzen. Ja. Am Körper. Halt. Jetzt, ich hab ihn. Yes. Ich pfeif mal ganz kurz die. Oh. Pfeifst du den mal ganz kurz? Ich bin zu weit weg. Ja. Aber irgendwie habe ich noch Kampfmusik. Aber guck mal, ich will mal ganz kurz ein Foto machen. Wie viele Pfeile hat denn der Intus? Oh, die sind despawned. Schade. Aber das sieht so abgefahren aus, das Teil. Vor allen Dingen hat der Zähne. Das sind Zähne. Da will ich aber keinen Zungenkuss mit dem machen. So, gucken wir mal, was er für Werte hat. Food. Oh, Food geht gut runter. Das ist gut. Das ist schon mal gut zum Runterhungern. Was haben wir in der Torpor? Ja, das ist ja, er hat gute Werte. Also, das geht leicht runter. Torpor geht langsam runter. Food geht recht schnell runter. Ist gut. Aber er hat echt viel Leben verloren an unseren ganzen Schüssen, ne? Guck mal. Der hat 500 Leben verloren. Ja. Aua. Aber es ist schwierig, wenn der die ganze Zeit am Kreis rumwirbelt, auch den Kopf die ganze Zeit zu treffen. Ja. Und der ist halt auch noch gepanzert, der Kopf. Der sieht aber super aus. Wir werden den natürlich nachher für euch... oh. Boah, was macht der denn da? Nachher mal oben an der Wasseroberfläche zeigen, wie der dann wirklich in ganzer Farbpracht aussieht. Das war jetzt ein Level 8er, nicht? Level 8. Ja. Schon ein schön tolles Teil. Gefällt mir echt gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss echt gestehen, dass ich nicht so gerne unter Wasser bin. Ich auch nicht. Das mag ich in dem Spiel überhaupt nicht hier. Das ist, ich hatte ja, wir haben ja gestern den Reno gezähmt und auch direkt rausgebracht. Und da hat jemand geschrieben in den Kommentaren, ob ich diesen Fisch zähmen könnte. Klar, das war ja wieso unser Ziel noch, dass wir den noch zähmen. Und warum ich denn nicht noch den kleinen Skorpion mit dahinterher zähme. Ich zeig euch mal den Skorpion. Oder ich zeig euch den. Ja, das Ding, genau. Allerdings ist der nicht zähmbar. Ich glaube, ja genau, da hatte mich jemand gefragt, warum ist der denn nicht zähmbar? Wenn ich den nachher mal sehe, dann werde ich euch zeigen, warum der nicht zähmbar ist. Ich glaube, hier sind die nicht, da muss ich sogar noch was tiefer. Na. Dann zeige ich euch, warum die nicht zähmbar sind. Also im Dossier steht auch, sie sind einfach zu dumm, um sie zu zähmen. Genau. Die haben zu wenig Hirn, aber das kommt aber auch nicht dafür vor. Die sind wirklich, wenn ihr die seht, die sind gerade mal... kann man auch nicht zähmen, das erklärt vieles. Hä? Übrigens ist, glaube ich, Witte noch bei uns mitten im TS. Ich glaube, Witte ist nicht mehr da. Und ist er noch da? Er wollte noch ganz kurz bei uns bleiben und dann kochen gehen. Ich glaube, er ist schüchtern. Witte ist schüchtern. Huch. Huch. Und vor allen Dingen der Moser. Wer hat den bitte Fickschlampe genannt? Ich nicht. Boah, ist das denn für ein Name, ey? Das ist immer echt brutal. Das kann ja nur vom Wichswachs kommen. Ich nenne ihn mal. Ja, nenn Nachttischlampe. Das ist echt krass. Ah, der hat den Fickschlampe genannt, das habe ich verstanden, weil jeder mal auf dem reiten durfte bei der Zähmung. Ah, okay, ich hab's verstanden. Aber ist nicht so schön. Wir sind doch lieb. Alter, wenn dessen Ami aussprechen muss.
Nachttischlampe. Also es reicht doch, wenn ein Italiener das aussprechen müsste. Nachttischlampe. Nackt. CH wird ja K gesprochen. Also nacktiktiktik. Was kann der eigentlich hier, dieser Dunkleos Toys, was hat er, irgendwelche speziellen Attacken? Ich glaube nicht, aber der kann halt ziemlich gut Chitin farmen. Also was ich, der hat einen Bonus, glaube ich, auf Chitin, weil der durch Panzertiere durchbeißen kann. Und was man so in dem Video sieht, der Entwickler, gibt ja auch Basen, wenn man auf dem PvP-Server spielt, auf einem offenen PvP-Server, gibt es auch den Basen unter Wasser, in Höhlen. Und die Leute bauen natürlich dann dort auch riesengroße Tore rein aus Stein. Und da sieht man, wie dieser Fisch mit seinem Mega-Gebiss und diesem, ja, was soll ich sagen, Panzerung, durch dieses Tor einfach gemütlich durchbeißt. Wie viele Engram-Punkte hast du noch? Warum? Den Sattel habe ich schon gecraftet. Ach so. Habe ich eben erlernt. Ja, ich kann mal auch mal zeigen, wie der Sattel, wie heißt der nochmal? Dunkleos Toys, genau. Kann man hier von aus sehen, was ich da für Materialien brauche? Nö. Kann ich hier so nicht sehen. Ich glaube, das kann man. Muss wahrscheinlich der Smitty machen. Ja, oder? Kann man erst in der Smitty. Aber ich kann euch das trotzdem sagen. Also, ich habe hier so ein Tablet dabei mit ganz vielen Informations. Ein Tablet. Für deine Tabletten. Also, ihr braucht 300 Hide, 180 Fiber, 120 Cementing-Paste, 80. Ja? Was ist los? Mein Tank ist leer. Okay. Nicht gut. Du kannst aber auch zu uns zurückschwimmen. Wir sind ja ziemlich nah an unserer Base. Im Dingsbums, wie heißt denn das? Im Dingsbums. Fabricator, ne? Fabricator ist noch Polymer drin und alles drum und dran. Ah, okay. Dann bin ich gleich wieder da. Und ich bewache hier unseren Toys R Us. Wie heißt das Ding? Mann, Dunkleos Toys. Das sind echt die Namen. Ich würde eigentlich sagen, was fällt den Entwicklern ein, so ein Quatschnamen. Aber das ist ja so. Ja, das ist der wissenschaftliche Name. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir tausendmal besser als ein Hai. Also jetzt, ich habe mir ja noch nicht geschwommen, aber vom Aussehen, vom sag mal, prähistorischen Style ist der schon voll cool. Im Gegensatz zu so einem normalen. Ist auch cool. Ja, aber so ein Hai, der kennt man ja vom normalen eben her, von der normalen. War noch nicht so groß halt. In die Badewanne schwimmen und hat man ja auch mal Hai und so, ne? Aber so einen hat man noch nicht gehabt in der Badewanne. Die Wanne voll. Übrigens, braucht der Metall, oh Mann. Fehlt wirklich Metall? Metall haben wir in der Smithy im Haus. Du brauchst, glaube ich, 80 Metall. Ich brauche nur noch 7. Okay. Übrigens braucht der Dunkleos Toys Eisenbeißer, nennen wir den. Grave hat eben Eisenbeißer zu dem gesagt. Und der sieht auch passend so aus wie so ein Eisenbeißer. Wenn ihr alt genug seid und die ganz alten James Bond Filme kennt, gibt es doch den Eisenbeißer. Hat er nicht so ein goldenes, nee, der hat so ein Eisengebiss, ne? Der sieht so ein bisschen so aus. Ja. Aber bei Goldfinger hat, glaube ich, auch einer ein goldenes Gebiss. Ja, ich weiß nicht, ob das der ist, ne? Keine Ahnung, das ist, glaube ich, der bei Goldfinger. Weiß ich mir schon so lange her, dass ich den letzten James Bond Film gesehen habe, so einen alten. Egal, also so gesehen, wir nennen ihn jetzt einfach Eisenbeißer, fertig. Dann brauche ich diesen komischen Namen nicht jedes Mal aussprechen. Der braucht übrigens Titanbohreier. Jetzt alle, ja, schreien, Titanbohreier, ja, mir so viele im Kühlschrank. Ja. Oder auch nicht. Für die Leute, die das erste Mal zugucken, vielleicht die das erste Mal irgendwie Ark spielen, die sagen dann, ja, dann zähmen die doch irgendeine Schlange. Die kann man nicht zähmen. Dann hol dir doch die Schlangen und schmeiß sie in das Zähmgehege und warte, bis die Eier fallen. Ja, dann warte doch selber und guck doch mal, wie die Eier fallen. Da kommt nichts. Du bist gerade übrigens an uns vorbeigeschwommen.
dachte mir, irgendwie kommt mir die Gegend bekannt vor. Ich bin mal wieder zurück. Da kommst du auch hinzu. Ich weiß. Also, die Titanbohreier kann man nur finden. Man kann ja, wenn man Lust hat, ein Schlangengehege machen und dort Schlangen reinschmeißen, von mir aus 20.000 von den Dingern und warten, bis Eier fallen. Also es ist auch nur eine Glückssache. Also dann lieber ins Gebüsch und Eier sammeln gehen. Und zum Glück haben wir jetzt nicht so viele Zähmungen von den, wie heißen sie? Oh, hallo. Guten Tag. Von den, wie heißen der Gorilla nochmal? Gigantopithecus. Gigantopithecus. Genau, der Gigantopithecus ist dieser riesengroße Gorilla-Affe und der braucht natürlich auch dieses Titanbohr-Ei, aber wir haben nur zwei davon und die restlichen Eier, die wir jetzt so gefunden haben, habe ich verkippelt! 23 Stück! Also wenn Stück. Ihr mal Nachmittag keine Ahnung habt, was ihr machen sollt, dann zähmt euch einen Gigantopithecus nur mit Bären. Ja, genau. Super spannend. Den Nachmittag, wir fangen morgens an. Und stellt euch den Kühlschrank ziemlich nah und Logos und vielleicht einen Katheter legen oder so. Das wird ziemlich spannend und nervenaufreibend, ne? Total. Ich werde euch übrigens in der Endcard, weil wir jetzt gerade über den Gigantopithecus reden, in der Endcard einen Link zum Gigantopithecus-Zähmung von mir, wo ich richtig glücklich bin, den zu zähmen. Könnt ihr draufklicken und mit mir fiebern, wie ich ihn nach 250 Jahren gezähmt habe. Aber dann braucht ihr so gesehen nicht in meiner Videoinformation oder irgendwo im Kanal suchen. Ich verlinke es euch direkt. Schau dir mal die Schwanzflosse von dem an. Die sieht cool aus, ne? Nach unten geht die übrigens, ja. Ja, aber die ist ähnlich wie vom Moser. Ja. Ja, das... Eben auch so dicke Enden. Du meinst diese Rundung hier. Ja. Gut aus, ja. Ist auch so verdammt scheiße dunkel, ne? Ich hab ne Brille. Es stört mich eigentlich gar nicht, weil ich finde, mit der Brille sieht man weniger, weil man ist ja so ein bisschen eingeschränkt. Gib mir mal ganz kurz, leg dir mal ganz kurz. Beschränkt. Ich bin beschränkt. Leg mal ganz kurz die Brille hier in den Eisenbeißer, damit ich das mal ganz kurz zeigen kann, wie das mit der Brille aussieht. Achso, warte. Einen Moment. Ich habe jetzt Neoprenhose habe ich an, aber nicht die Brille. Die habe ich mir nicht mitgebracht. So, lege ich die auch nochmal an. Und dann sieht man so ein bisschen so einen eingeschränkten Blick. Man sieht jetzt aber nicht wirklich viel, viel besser. Das ist klarer, du kannst schon weiter gucken dadurch. Weiter, ja, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also ich ziehe sie jetzt nochmal aus. Warte, ich ziehe sie mal so aus, dann sieht man das direkt. Ich versuche mal schnell zu machen, damit mir das nicht... Hat sich jetzt nicht viel geändert. Also ist blau, das andere ist ein bisschen klarer und das eine mit der Brille ist ein bisschen... Also das eine ist klarer mit der Brille und das, was ich jetzt ohne Brille habe, ist eben bei mir nur ein bisschen blauer. Ist okay. Stört mich jetzt nicht. Für alle, die mich nicht kennen, das ist der Gruselgnom mit den Entenwatschel-Latschen. Und dem Entenhirn. Hallo. Hallo, hallo, ich schwimme rückwärts. Lalalala. Ich sehe so hässlich aus. Juhu. Und weil wir gerade eben nochmal an der bei der Erklärung waren von dem Titanbohrkibbel, für die Leute, die natürlich wissen möchten, wie das hergestellt wird. Wir werden natürlich noch wieder hier bei dieser Zähmung auch wieder einen kleinen Cut machen und lassen den natürlich auch wieder ein bisschen runterhungern, ein bisschen schneller, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Das war ja bei dem Reno auch so, das hat ja auch Ewigkeiten gedauert. Werden wir nachher auch wieder einen kleinen Cut machen. Vor dem Patch. Vor dem Patch, genau. Also wir haben natürlich die Zähmung direkt gemacht, als es mehr oder weniger rauskam, das Tier. Haben ziemlich lange gezähmt. Bisschen 3 Uhr nachts, mehr als, ne? Halb vier fast. 3 Uhr irgendwas. Ja, halb vier und haben da gezähmt und wir konnten den auch nicht mit dem Quetzal mitnehmen, weil das nicht ging. Und dann kam dann ein paar Stunden später der Patch raus, wo die Zähmung 40%, das ist ja nicht wenig, 40% weniger war. Und mit den Reno ganz gemütlich mit dem Quetzal auch mitnehmen konnte. Dann hätten wir das ganz gemütlich im warmen Gebiet gemacht, weil ich bin da echt ziemlich oft am Bibbern gewesen.
Aber egal, ich war ja gerade noch mit der Kibbelzähmung, Kibbelzähmung, mit der Kibbelkochung, wie man das Kibbel kocht. Ihr braucht natürlich dieses sehr seltene Titanbohrei, ein Longrass, das wäre dann so gesehen der Maiskolben, für die, die es auf Deutsch haben. Dann dieses Cooked Meat Jerky, weiß gar nicht, gekochte Meat Jerky, getrocknete Fleisch oder sowas, wie es heißt auf Deutsch. Ja, Trockenfleisch, glaube ich. Trockenfleisch, ne? Also Cooked Meat Jerky. Dann die Mejo-Bären, das sind diese rosanen. Habe ich welche dabei? Nö. Dann das Fiber. Habe ich auch nichts dabei. Das kriegt man ja in jedem Busch, wie genauso wie die Bären. Ach, und den Fiber, Waters- ich glaube Fasern, Pflanzenfasern. Ja, Fasern, genau. Und dann einfach den Waterskin, also so ein Wassersack oder Wasserbehälter, eine Flasche. Alles in den Kochtopf. Wasserschlauch. Wasserschlauch. Und dann kochen. Das sieht so abgefahren aus, wenn der beißt hier so. Ja, ich will das auch mal sehen. Fütter okay, mal. Ich fütter den mal. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich bin weg. Warte, ich mach das kurz. Mumpf. Also für alle, die es... es gibt da natürlich einige Leute, die meine Zähmungen immer unten drunter schreiben. Erklär doch mal, wie das hier funktioniert. Also ihr habt natürlich ihr könnt Narkotikbären nutzen. Ihr könnt auch die Narkotikbären in den Mörser im Pestle reinlegen. Und mit dem Spoiled Meat, dann könnt ihr daraus diese Paste machen, diese Narkotikpaste. Wenn ihr es erlernt habt. Wenn ihr es erlernt habt, aber das erlernt man meistens eigentlich so ja, den Dreck am Anfang. Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was man wirklich immer machen sollte. Ja. Kostet ja auch nicht viel. Kostet nicht viel und ist total sinnvoll, weil diese Narkotikpaste ist natürlich viel, viel stärker von der Betäubung her. Und wenn ihr die dann in ein Tier reingelegt habt, was ihr gerade irgendwie flachgelegt habt, in Anführungszeichen, dann könnt ihr draufklicken und dann dieses Remote Use Item, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, benutze dieses Item oder irgendwie sowas ähnliches, einfach draufdrücken und dann einfach dem Tier zwingen, das zu essen, weil er isst das nicht von alleine natürlich, genau wie Narkotikbären. Die muss man natürlich auch zwingen, dem Tier, dass es isst. Dann übrigens später noch was Besseres wie Narkotik geben. Okay. Kommt wahrscheinlich mit dem Tech-Tier dann, denke ich mal. Also Tech-Tier ist das, was nach Metall kommt von den Items her, von den Bausachen. Du meinst diese neuen mechanischen Dinosaurier? Nee, oder? Das sind ja nur Skins. Ach, das sind Skins, okay. Nee, Tech-Tier. Achso, Tech-Tier, okay, ich hab's verstanden. Tier, ich weiß gerade bei Tier, Deutsch, Tier. Nee, Tech-Tier. Kam auch letztens ein paar Screenshots von einer neuen Rüstung, einer neuen Waffe, die eben im Tech-Tier dann auftauchen werden. Und man soll auch im Tech-Tier dann Unterwasserbasen bauen können, aber auch so, dass man dann ohne Taucheranzug in die Basis reingeht. Also, man muss schon noch hinschwimmen, aber dass man sich halt innerhalb der Basis, glaube ich, ohne Taucheranzug bewegen kann. Okay, das ist schon. Das ist gut. Da gibt es dann irgendwie Pumpen und so und die muss dann wieder antreiben mit Elektrizität und bla bla. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich höre dir gerne zu. Ach genau, wegen mit Tech-Tier kommt vielleicht wahrscheinlich noch was besser ist wie Narkotik. Ja, das wäre effizienter. Ja, wär gar nicht mal so schlecht, so ein paar neue Sachen auch nochmal dazu zu bringen. Und für Pflanzenfresser soll auch sowas ähnliches, so ein Äquivalent zu Primeat kommen. Ah, okay. Das gibt's ja für die Pflanzenfresser momentan nicht. Das sind nur die Beeren, was ja eigentlich eher wie Warmeat ist. Und dann hast du beim Pflanzenfresser nur noch gleich Kibbel. Fertig. Was so schön ist, der Grave, ohne das ist ein eingespieltes Team, dieser Übergang vom Primeat, ich wollte jetzt gerade über das Primeat reden, das macht ja hier automatisch, der Grave, wenn ich mit dem zähme, das ist alles perfekt. Weil wenn ich jetzt mal über das Primeat reden könnte, es gibt natürlich, es gibt noch keine Tabelle für diesen Eisenbeißer hier. Also ich würde euch ja natürlich gerne vorlesen, wie lange es dauert mit Raw Meat, wie lange es dauert mit Prime Meat. Also natürlich bei Fleischfressern wie jetzt hier dieser Fisch ist es ganz klar, was das beliebteste Futter ist natürlich immer das Kibbel, danach kommt das Prime Meat und dann wieder Raw Meat. Da ich natürlich jetzt keine Informationen genau dazu habe, kann ich euch dazu natürlich auch nichts dazu vorlesen. Also gesehen, sorry dafür. Aber wir haben ja das Kibbel dafür da und deswegen werden wir das dem gleich wieder reinschmeißen. Wenn ihr kein Kibbel habt, nehmt einfach das Prime Meat. Also gesehen, das kriegt ihr aus den Haien. Dauert ein bisschen länger, aber
Ja. Was ganz witzig war, gestern stand noch in der Wiki drin zum Rhino, dass das Lieblingsessen Raw Meat wäre. Das war wohl noch so ein Platzhalter. Ach so, okay. Haben sie sich vertan. Ja, ja. Ich glaube, um zu essen, muss man, glaube ich, auf ein Tier aufsteigen, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist noch immer so ein kleiner Bug. Wenn ihr nicht unter Wasser schwimmt und nichts essen könnt, steigt auf euer Schwimmtier auf, zum Beispiel Hai oder Delfin, und dann drückt zum Essen und dann könnt ihr dann essen, so gesehen, wenn ihr es auf Null gelegt habt, wie bei mir oder so. Ich schmeiß mal das ganze Zeugs aus dem Plesiwurst, ja? Da ist so viel Schrott drin. Okay, ich gucke jetzt mal ganz kurz nochmal die Werte nach. So, wir haben jetzt 1700 runtergehungert. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter runterhungern lassen und sind dann gleich nochmal für euch da. So, willkommen zurück. Der Eisenbeißer, Steinbeißer, oder wie der heißt hier, der schwimmt hier immer noch oder ist immer noch betäubt. Ist übrigens ein Weibchen. Dunkleostois. Das ist echt ein Zungenbrecher. Hoffnungsloser Fall, der Mann. Hoffnungslos. Wir haben den jetzt schon auf unter 1400 runterhungern lassen. Ich glaube, wir waren eben, als ich die Aufnahme gestoppt habe, auf 1700. Soweit ich weiß. Und jetzt, ja, kommt was machen wir? Sollen wir jetzt loslegen? Ja, komm, wir legen mal los. Legen wir los. Wir wollen ja auch noch ein bisschen. Ja, letztes Mal auch schon gestern, dass es nicht reicht, und dann hat es doch gereicht. Genau. Beim Rhino. Beim Rhino, ja, da. Ja. Alles klar, dann schmeißen wir mal rein. Und los. Boah, das geht schnell. Oh. Boah. Ja, das ging echt schnell. Wir haben gar nicht so weit runterhungern lassen. Hungern lassen brauchen. So, machen wir da ein Foto von, wie bei den anderen auch, und nehmen das Kibbel ganz schnell wieder raus, bevor das nämlich auffrisst. Ich muss erst noch einen Namen machen. Und du das Steinbeißerin. Alles klar. Wir haben jetzt nämlich ein Weibchen, deswegen ist das kein Eisenbeißer. Sehr schön. Diesmal habe ich den Sattel und diesmal habe ich die Ehre, nicht wie beim Reno, darf ich den auch als erstes mal reiten. Ich bin mal echt gespannt, wie das wird. So, legen voll blutig die Arme. Ja, deswegen habe ich das Kibbel auch direkt wieder rausgenommen. So, oh. Oh, im normalen Schwimmtempo ist das wirklich, guck mal. Oh, nee. Das ist das Normale. Wenn ich jetzt schnell schwimme, ist auch nicht viel schneller. Was geht? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der ist natürlich ziemlich abend dran, der Arme. Die Arme. Dann werde ich mal ganz kurz hier ein Zitin-Dingsbums fressen. Hier ist nämlich an der Wand ein, ja. Seht ihr sie? Level 2. Level 12 an hinten dran noch. Ups. Bist du hin? Warte. Oben, über dir. Ich komme nicht hoch, oder jetzt. So. Wo ist nur einer insgesamt? Links. Und hier links. Ja, eine Sekunde. Anderes jetzt. Links. Wende Kreis. Der andere links. Keine Ahnung. Wo ist er? Okay. Also der beißt aber mega zu. Das muss ich dem lassen. Ich meine, also der hat ja auch einen Kiefer wie Sau. Ich schwimme mal ganz kurz mit K für euch und schwimme auch mal ganz kurz an die Wasseroberfläche. Ist natürlich jetzt ein bisschen langsam das Ganze. Ich bin nicht in Zeitlupe. Nein, das ist eben so. Nimm die zweimal mit hier unten. Ich zwinge den mal ganz kurz. Einfach zurückschwimmen schon mal. Okay, dann machen wir das so. Dann gucken wir uns den einfach in der Basis. Boah, bist du schnell. Also jetzt ziemlich langsam, der Fisch. Boah, ich freue mich schon, wenn ich den gleich oben an der Wasseroberfläche sehe. Boah, ist der langsam, der ist so mega langsam. Boah. Also wenn man so ein Hai gewohnt ist, oh Gott. Oder so ein Delfin. So, da sind wir. Oh, jetzt natürlich in die Sonne gucken ist nicht so gut. Drehe ich mal ganz kurz den Eisenbeißer so. Boah, das sieht echt brutal aus. Hab ich eigentlich K gedrückt noch? Jetzt kann ich K drücken und dann ein bisschen näher ranzoomen. Abgefahren. Also der vom Style, vom Dino-Style, Dinosaurier-Style ist der mal richtig. Da würde ich dem echt eine 1 geben, so brutal wie der aussieht. Von der Geschwindigkeit würde ich dann abraten. Das ist jetzt die Maximalgeschwindigkeit. Jetzt bin ich gerade ganz schnell.
Das ist echt mega langsam. Bist du eigentlich bei uns zu Hause? Ja, ich versuche gerade ein Plesi vom Mosa zu trennen. Wir haben eine Fusion. Die sind fusioniert hier. Boah, ich versuche gerade einen Delfin anzugreifen. Keine Chance. Ich habe ihn einmal gebissen. Einmal gebissen. Mosa? Oh. Findest du dich jetzt? Ja, perfekt. Die sind alle zu schnell, die Fische hier für mich. Ich versuche mal jetzt auch mal einen Fisch zu fressen. Ja, den haben wir bekommen, der war zu klein. Hat keine Chance gehabt. Der Plesi fliegt hier gerade in der Luft. Ehrlich? Ich komme mal zu dir, aber das dauert ein bisschen lange. Wo bist du denn Oh da? Mann. Oh Gott, hast du denn am Strand geparkt oder was? Nee, das ist so nah nicht, aber ich habe gerade eben noch den Moser drunter gehabt. Da hat der Moser den Plesi hochgeschoben. Hier, Grave, willst du mir auch mal schwimmen? Oder willst du das gleich machen? Egal. Mal können wir gleich noch machen. Dann spring mal ganz kurz auf den Moser bitte rauf. Dann machen wir nämlich die Abmoderation zusammen. Boah, ich bin so langsam, ey. Ich komme gar nicht zu Siehst dir du hin. den Bläsi? Ja, der Fisch fliegt. Da Fliegende. passt ein Hai noch drunter. Ja, lustig. So, jetzt packe ich den Aber mal hier, warte. ne? Mua. Boah, ist das ein langsames Tier, ey. So, jetzt. Ich bin auf dem Moser. Ich versuche gerade zu drehen, aber der ist im Wendekreis auch hier echt. Der Moser schwimmt aber auch schon ziemlich hoch. So. Suchen wir den mal zu drehen. Egal, lassen wir ihn so. So, das war's, Leute. Wir haben den Dings hier, wie heißt er nochmal? Nukleostoys. Genau den. Die Eisenbeißerin gezähmt, war eigentlich kein schwerer Akt. Also wenn ihr Kibbel habt, oder es geht auch mit Prime Meat, der geht schnell runter mit dem das Food, also der Hunger, der hungert schnell runter. Und Torpor verliert ihr auch sehr, sehr langsam. Also es ist eigentlich eine ganz gemütliche Zähmung, wenn ihr jetzt nicht so viele Tiere um euch herum hattet oder habt. Wir hatten jetzt gar nichts. Und genug gequasselt. Ihr kann ich eigentlich so auch winken an dem Fisch oder muss ich absteigen dafür? Nee, das geht auch. Geht das auch so? Dann, wie gesagt, in der in der Endcard kriegt ihr die Zähmung vom. Was war es eigentlich? Was wollte ich eigentlich in den End. Gigantopithecus. Gigantopithecus hinterher setzen, genau. Und der Grave und ich, wir winken euch zu und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der hat es gesehen. Der streichelt den ja, der winkt ja gar nicht. Tschüss. Ja, jetzt kann er sich ja selbst beteiligen. Nee. Gar nicht. Was ist denn Ex? Hatte keinen Sattel. Hatte keinen Gürtel. Sattel. Ja, aber jetzt sind die ja sozusagen zu dritt. Der wird ja nicht zu Fuß dort sein. Nee. Der ist total unruhig. Will nicht gezähmt werden. Der weiß, was ihm blüht. Versuche jetzt beim Endspurt, wirklich beim letzten Endspurt, dann das Kibbel reinzuwerfen. Und dann freuen sich alle, dass ich eine Gigantopithecus Sin gezähmt habe. Hattest du keinen